Mein Name ist Michael Baumgartner, ich gehöre auch zu den Dichtern zusammen und ich möchte eine Geschichte, zumindest einen Teil davon, vorlesen. Vorausschicken möchte ich noch, die Geschichte spielt in einem fiktiven Ort im Land des Südschwarzwalds. Das ist nicht die einzige Geschichte, die ich da in diesem Ort angesiedelt habe. Und wird vielleicht auch nicht die letzte sein. Und die Geschichte könnt ihr auch in diesem Buch vollständig nachlesen. Das ist nur das jüngste Buch von den Dichtern zusammen. Drumlingen. Über Drumlingen erzählte eine Chronik von St. Blasien die seltsamsten Geschichten. Wandernde Gesellen hätten von diesem Dorf berichtet. Die Bewohner sollen ihr Land geradezu anbeten und unheilige Feste um einen Felsblock herum feiern. Der wurde der Donnerstein genannt, oder einfach nur der Stein. Eine andere Chronik nach würden die Drumlinger Weiber sich jedem fremden Pfeil bieten. Neugierig geworden, beschloss ich, einen Wochenendausflug dorthin zu machen und darüber eventuell zu schreiben. Der Ort war unscheinbar. Er bestand lediglich aus ein paar Bauernhöfen und Häusern, in denen einst Bewohner ihrem Handwerk als Schmiede oder Wagner nachgegangen waren. Verwundert, aber auch erfreut, stellte ich fest, dass der kleine Ort auch einen Gasthof hatte. Es war mittags still am Ort, keine Kinder auf der Straße. Nur aus einem Hof hörte ich einen Hund bellen. Eine junge, helle Stimme rief nach dem Hund. Im Gasthaus fragte ich, ob ich hier zum Mittagessen komme. Der freundliche Wirt jenseits der 50 bejahte und gab mir sofort die Karte. Nach kurzer Lektüre entschied ich mich für den Rindsbraten mit Rotkohl und Knödel. Als der Wirt das Essen brachte, fragte ich ihn, ob er wisse, dass sein Heimatort einen besonderen Ruf hätte. Aber klar, meinte er aufgeräumt, Sie sind nicht der einzige Neugierige, der als Ausflüger hierher kommt. Wie sonst würde sich ein solcher Gasthof lohnen? Da musste ich ihm recht geben. Sind Sie auch an den Gebräuchen hier interessiert? Fragte mich der Wirt. Ich bejahte. Da müssen Sie sich an den Glauserhof nebenan wenden. Dort wird der junge Hausbesitzer Ihnen heute gerne ist heute bereit, Sie herumzuführen. Also ging ich, nachdem ich zu Mittag gegessen hatte, zum benachbarten Hof. Und da ich daraus niemand antraf, klingelte ich an der Haustür, wo unter einem magisch erscheinenden Stern der Name Hubert Stohr auf dem Briefkasten zu lesen war. Mir wurde sofort von einem jungen, drahtigen Mann geöffnet, der sich auch auf meine Frage hin bereit erklärte, mich durch den Ort zu führen. Er hatte im Moment keine dringenden Beschäftigungen, meinte er, wobei ich mich fragte, welche Beschäftigungen er überhaupt nachging. Stohr sprach bestes Hochdeutsch. Den einheimischen Dialekt merkte man nur bei der Betonung. Ich fragte ihn nach dem Stein und er nickte eifrig, als hätte er die Frage erwartet. Der Stein ist schon immer da gewesen, seit Urzeiten. Ich führe Sie gerne dorthin. So schlenderten wir langsam aus dem Dorf in Richtung eines Wäldchens, das von Äckern und Wiesen umgeben war. In der Luft stand eine frühsommerliche, flirrende Hitze. Aber ich kam nicht ins Schwitzen. Der Stein hat dem Ort auch den Namen gegeben, sagte der Führer. Drumling ist das hiesige Wort für Sindling. Dieser Stein ist für uns Drumlinger immer ein Zeichen dafür gewesen, dass hier auf der
dass hier auf der Gegend ein besonderer Segen Gottes oder der Natur liegt. Deswegen verließen nur sehr wenige Einwohner das Dorf oder zogen ganz weg. Und wenn sie gezwungen waren, fragte ich nach, das ist in all den Jahren, in denen Menschen schon in Drumlingen leben, so gut wie nie vorgekommen, antwortete Sporer. Ich muss ja immer noch weiter fragen. Ich habe gehört, dass die Leute aus dem umliegenden Ort Drumlingen eher meiden würden. Das stimmt, antwortete er, aber Inzucht war bis bei uns nie ein Problem. Es hat immer Zug gegeben und der Stein hält auch unser Blut sauber. Das hörte sich nun ziemlich verschoben an. Meine Skepsis behielt ich jedoch für mich. Mit Gläubigen aller Art ist über Glaubensfragen schwer zu diskutieren. Stur blieb am Rande des Wäldchens stehen und nahm eine respektvolle Haltung ein. Der sagenumwobene Stein war von hier aus gesehen und entpuppte sich als auf den ersten Blick eher als unscheinbarer Felsblock, der aufgerichtet mitten im Wäldchen stand. Aber dann spürte ich auf einmal eine Scheu, näher heranzutreten. Obwohl ich kein Annäherungshindernis sah, der Weg durch das Wäldchen führte geradewegs auf ihn zu. Ohne Zweifel hatte der Ort eine besondere Atmosphäre. Dann folgte ich Stor und wir reichten den Stein, der in einer Lichtung von ungefähr 20 Metern Durchmesser stand. Ich schätzte ihn gerade mal auf ungefähr 1,50 Meter hoch und etwas weniger breit. Er hatte einen flachovalen Querschnitt. Mein Führer stand jetzt vor dem Stein, so wie man als gläubiger Mensch vor dem Altar einer Kirche steht. Seine Stimme hatte er gesenkt. Ich bemerkte, dass der Boden der Lichtung dicht mit Gras bewachsen war. Mein Führer sah, wohin sich mein Blick richtete. Ja, das ist ein besonderes Zeichen des Segens, der üppige Rasen. Obwohl auch hier durch die Bäume einiges an Schatten herrscht. Er wird im Sommer jede Woche gemäht und manchmal lassen wir die Kühe des Ortes hier grasen, damit sie gesund und fruchtbar bleiben. Storo kam langsam aus sich heraus. Er begann, seine Heimat zu preisen. Die ganzen Felder, die Äcker um den Ort herum, wären nahezu unerschöpflich in ihrer Fruchtbarkeit. Niemals hätte eine Dürre oder ein Gewitter die Ernte vernichtet. Aber dafür muss man immer etwas tun. Die Natur will von den Menschen gepflegt werden und muss ihr auch Respekt erweisen. Ein sympathischer Standpunkt, muss ich zugeben, und überhaupt nicht mystisch. Wie respektieren Sie die Natur hier? Fragte ich nach. Indem wir Gottesdienste abhalten an diesem Stein und natürlich auch die Feste des Jahreskreises. Diese Antwort hatte ich jetzt nicht erwartet. Ah, deshalb gibt es hier keine Kirche im Dorf, meinte ich arglos. Die Kirche gibt es im nächsten Dorf. Unser Ort ist eigentlich zu klein, aber dafür haben wir eine gemeine Sache. Mein Führer wurde etwas vage, aber ich wollte nicht nachhaken. Schließlich ging es hier ja nicht um einen Skandal, der unbedingt aufgeklärt werden sollte. Ich hatte ja auch noch Zeit, mehr zu erfahren. Ihr werdet ja doch auch Ökologen stimmen, fragte ich aufs Geradewohl. Sicher, meinte er, die Natur muss im Gleichgewicht sein. Als wir wieder aufbrechen wollten, schaute ich mir das Wäldchen genauer an. Vorher waren mir größere Steinplatten zwischen den Bäumen aufgefallen, denen ich allerdings nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Nun erkannte ich, dass sie erstaunlich quadratisch und regelmäßig aussahen. Ich fragte, ob das vielleicht Grabplatten wären. Ja, richtig, meinte Stor. Der Wald ist der Friedhof des Ohrdorfes. Und das ist auch schon seit Ewigkeiten so.
Die Ahnen gehören zum Leben und sollen auch an den Feiern teilnehmen. Wiewohl es im christlichen Abendland ganz normal war, dass Kirchen als das religiöse und kulturelle Zentrum in der Nähe der Friedhöfe lagen, beziehungsweise diese zu den Kirchen gehörten, kam dieser Ort nun doch geheimnisvoll und archaisch vor. Als wir zum Dorf zurückkehrten, setzte ich mich wieder in die Gaststube und dachte, machte mir erste Notizen, mehr für mich selbst als zur späteren Verwendung in einem Artikel. Auf dem Rückweg hatte ich noch einige Fragen gestellt. Zu den Bräuchen, aber Stor war wortkarg geworden, je weiter wir vom Stein entfernt waren. Immerhin konnte ich aus ihm herauskriegen, dass er eine Art Zeremonienmeister sein musste, denn einmal sprach er von sich selbst, als es darum ging, die Dörfler zum Fest zu versammeln. Ich hatte auch mit der Handykamera einige Aufnahmen gemacht, die schaute ich mir nun noch einmal an. Mir fiel aber nichts weiter bemerkenswert auf. Inzwischen war es Abend geworden und noch immer glaubte ich, noch längst nicht alle Besonderheiten von Trumlingen zu kennen, obwohl das Dorf und seine Umgebung überschaubar waren. So quartierte ich mich kurzerhand im Gasthof ein, der auf Fremdenzimmer hatte. Es gab noch ein reiches Abendbrot und da sich Dörfler an diesem Freitagabend zum abendlichen Bier eingefunden hatten, half eine junge Frau dem Wirt beim Bedienen der Gäste. Ihr gehörte auch die weibliche Stimme, die ich am Mittag im Hof des Hauses gehört hatte. Gertrud, wie sich der Gastwirt nannte, war noch recht jung, wirkte aber doch schon reif. Sie bewegte sich mit Anmut, als wollte sie alle Klischees von Bauerntrampeln widerlegen. Das lange braune Haar war zu einem Zopf geflochten. Sie hätte auch ein Modell sein können, wirkte allerdings robuster als die meisten Laufstegschönheiten. Ihr Anblick erfreute mich mehr als das schmackhafte Essen. Ich vermutete, dass sie die Tochter des Wirtes war, es ergab sich aber keine Gelegenheit für ein Gespräch. Da sie immer wieder schnell ging und es gab anscheinend etwas zu besprechen, ich merkte auch, dass die anderen Besucher mir hin und wieder in meine Richtung blickten. In der Nacht schlief ich tief und fest. Die Merkwürdigkeiten des Ortes hatten mich im Schlaf nicht beschäftigt, was im Nachhinein betrachtet auch wieder merkwürdig war. Am Morgen bediente mich in der Gaststube wieder die schöne Gertrud. Sie trug heute Morgen ein einfaches Kleid, das ihr jedoch sehr gut stand. Sie war zu einem Gespräch aufgelegt und hatte keine anderen Verpflichtungen. Sie setzte sich mit ihrer Tasse Kaffee zu mir an den Tisch. Ich fragte sie, ob sie die Tochter des Wirtes sei, und sie bestätigte meine Vermutung. Wie kommt es, dass Sie unser noch doch recht abseits gelegenes Dorf besuchen, fragte sie mich. Ich wurde neugierig durch die Erzählung über diesen Ort. Gertrud brachte das zum Schmunzeln, als hätte sie sich das gedacht. Sie fragte mich, ob ich Reporter oder Heimatforscher wäre. Reporter nicht gerade, antwortete ich, und auch kein Heimatforscher, aber ich schreibe gelegentlich auch für Zeitungen, bin aber im Hauptberuf Grundschullehrer. Mir scheint, dass immer mal wieder Neugierige hierher kommen. Das stimmt allerdings, bestätigte sie lachend. Es ist erstaunlich, wie bekannt das Dorf ist, aber wir freuen uns darüber. Kennen Sie sich mit der Geschichte des Ortes aus? Fragte ich. Jeder hier im Ort kennt sich mit den Gebäuden und der Historie aus, denn sie sind lebendig und begegnen einem jeden Tag. So, jetzt machen wir einen Sprung und ich will noch ein kleines Stückchen aus der Geschichte davor lesen.
Also zwischendrin lernt er auch nur noch ein Stückchen von der Umgebung und von Tomlin kennen und das überspielt wieder einen Abend. Es wurde spät. Die Eltern, die Mutter sah ich nur kurz, waren schon lange zu Bett gegangen. Ich war aber noch nicht müde. Und Gertrud auch nicht. Sie schien es zu genießen. Nur einmal war sie kurz fortgegangen. Sie kam zurück und sie schien sich frisch gemacht zu haben. Denn von ihr ging ein intensiver Duft aus, den ich begierig einatmete. Doch auch wenn sie nach gar nichts geduftet hätte, hätte sie mich in ihren Bann gezogen. Sie schlug vor, noch einen Spaziergang zu machen und lächelte ausgesprochen geheimnisvoll. Ich hatte nichts dagegen. Da gingen wir nach draußen und unser Weg ging unwillkürlich in Richtung Wäldchen. Die Nacht war, obwohl klar, doch recht lau. Der Donnerstein schimmerte fast übernatürlich im Mondlicht. Fast ehrfürchtig blieben wir stehen. Komm, leg die Hand drauf, so wie ich, bat sie mich. Sie legte die rechte oben auf den Stein und ich machte es ihr nach. Dann wüsste sie mich. Okay.